Nigu Nigu, der Bromantic Comedy Comic. And one and two and two and one and oh shucks, I can't dance. Wie erging es dir die Woche, die Wochen? Ja, ganz entspannt. Also es war ja die ersten paar Schultage. Naja, cool. Und naja, im Grunde genommen hat es bei mir am Montag schon angefangen. Da habe ich dann Erste-Hilfe-Kurs gehabt. Dienstag war irgendwie Schulausflug. Müsst ihr das jedes Mal machen? Erste-Hilfe? Alle paar Jahre müssen wir das machen. Okay. Ja, und gestern, Donnerstag, ging dann die Schule richtig los. Aber was heißt richtig? Da sind die Kinder in die Schule gekommen und so ein bisschen pipapo. Also alles, ja, so ganz entspannt. Und Montag geht es dann richtig los. Heute war halt Einschulung und dann sind jetzt alle Klassen da. Und ja, und bei dir so? Also irgendwas Spannendes passiert? Ja, ich habe endlich mein polizeiliches Führungszeugnis gekriegt. Und ich bin clean, Mann. Ich bin clean. Ich wollte gerade mal, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich dachte so, als ich in den Postkasten geguckt habe, dachte ich so, oh, holy shit, Justizministerium. Habe ich aber auch letztens gehabt, irgendwie so Amtsgericht Köln. Genau, so. Genau. Ja, genau. Dann hab ich so aufgemacht und dachte, oh, keine Eintragung vorhanden. Macht's gut, ihr Trottel. Genau. Ja. Ja, kriminell wirst du nur, wenn du erwischt wirst. Ja, genau, das. Ich überlege gerade. Manche Sachen stehen da auch, glaube ich, gar nicht drin. Also. Ich war ein bisschen enttäuscht. Da stand einfach. Ich hab halt einfach keine Akte oder sowas. Ich dachte so. Ja, das ist oh Mann, schade. Ne? Ich bin so unbedeutend. Was, ich bin so. Was Schlimmes musst du vielleicht nochmal machen. Ich meine, arbeitest jetzt mit Kindern. Hast du gute Chance? Nicht so viel Chance wie du. Aber. Meine sind zu klein. Was soll ich da machen? Vielleicht die in einen Faustkampf verwickeln oder sowas. Ja. Und das so aufnehmen, wie so Fight Club. Wie so ein Fight Club mit Grundschülern. Keiner spricht auf YouTube, die erste Regel im School Fight Club, keiner spricht über den School Fight Club. Genau. Genau. Auch du nicht, Jochen. Auch du nicht. Oh bei Mann, mir, es tut so weh. Ich glaube, mein Arm ist gebrochen. Genau. Nee, ich hatte vorhin überlegt, dass es vielleicht auch ganz cool wäre, wenn man nicht ganz so lange Podcast aufnimmt, dass man sagen könnte, irgendwie, wir haben so ein Thema und reden irgendwie eine halbe Stunde oder so darüber. Ach ja, ja, können wir mal. Dann hätte man irgendwie die Möglichkeit, zwei Podcasts oder ich hatte ja gedacht, dass wir länger können, dann hätte man sogar vielleicht drei machen können, weil diese kamen ja ganz gut an und haben ja auch ganz, weiß nicht, waren jetzt nicht so viel Arbeit. Ja. Also, verhältnismäßig. Und ja. Ich fand die auch ganz cool. Aber mir ist aufgefallen, als ich den dann auf YouTube gesehen habe und dann kriegst du zuerst diese beiden Bilder aus der Hölle. diese beiden letzten dieser letzte Abschaum der Menschheit. Und dann war ich so ein bisschen abgelenkt. Ich musste immer an diese Bilder denken, als ich dann unsere Stimmen gehört habe und habe gedacht, ach du Scheiße, ich konnte es mir nicht zu Ende anhören. Ja, tut mir leid, ich hoffe, das war okay, dass ich die Bilder da genommen habe, ja. Aber ich habe ja von uns beide da irgendwelche... Ich habe es ja oft genug gehört vorher, von daher habe ich ja nichts verpasst. Ich habe es ja editiert, von daher. Ja, aber die Bilder siehst du auch nicht so lange, die sind ja nur 2 Minuten oder so. Und also bei dem ersten Video sind die nur kurz und beim zweiten Video ist das ja nur bei diesem Intro kurz zu sehen. Wo ich das erst, wollte ich ja das Sunday Paradise Intro nachbasteln, dann ist mir eingefallen, ich kann ja diesen Sound gar nicht benutzen, dann habe ich es gelassen. Naja, ja, ist auch egal. Ja. Ja, aber hat kurz Spaß gemacht, deswegen. Ich meine, immerhin hatte ich jedes Mal ein ganz feines Thema, irgendwie Sunday Paradise und dann, was war das andere? Ja, Dillen, ne? Da konnte ich irgendwelche ganz feinen Thumbnails dann nutzen. Ja, das stimmt. Und, ich muss mir hier kurz. Haben wir ansonsten irgendwelche Rückmeldungen gekriegt oder sowas? Feedback? Naja, also es wurde gesagt, also mittlerweile ist der Ton auch besser, also die Lautstärke. Ja, durch die Headsets ist das natürlich exponentiell besser. Habe ich auch bemerkt beim Editieren. Genau. Muss mal kurz hier wem antworten. Ja, genau, hast du irgendwie schon ein Thema? Also irgendwelche Themen für heute, die. Nicht wirklich, muss ich sagen. Ich habe das Einzige, was mir einfällt, ich habe Rocky gesehen. Rocky 2. Also ich habe ein paar Themen. Ich habe heute Morgen nachgefragt.
Und heute über Facebook gab es erst irgendwie nur zwei Themen. Warte mal, ich gehe mal kurz hier auf ein bisschen kleiner machen und schaue mal. Also wir haben, ich habe ein paar Fragen und heute gab es erst zwei. Warte. Ohne. Rocky 2 war jedenfalls ziemlich cool. Das ist die, der mit dem Rückkampf? Das ist der, Creed. Genau, der Rückkampf von, mit Apollo Creed. Da ist mir aufgefallen, wie unglaublich, auf was für Längen sie gehen, um, also wie viel Wege sie gehen, um Rocky sympathisch zu machen, obwohl er halt voller Trottel ist eigentlich. Ja, ja, aber die Filme, also man kann viel sagen, aber die haben schon klasse, die Filme. Ja. Also das ist schon. Ja, aber mir ist aufgefallen, ich habe letztens, ich habe hier so ein Drehbuch schreiben. Nimmst du das schon auf eigentlich hier? Ja. Ich habe einfach angemacht, als ich Skype angemacht habe. Von daher so muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Ja, das stimmt. Dann muss ich keine komischen Entscheidungen mehr treffen hier. Ich lasse es einfach mitlaufen und mach das aus. Das fand ich ganz interessant, weil es gibt so zwei typische Möglichkeiten, zwei so klassische Wege, um Leute sympathisch zu machen. Und die wurden da zu großen Längen benutzt, um Rocky die zu assoziieren. Und zwar, einmal hat er einen Hund. Das heißt, wenn du Leute zeigst, wie die freundlich zu Hunden sind, werden sie automatisch sympathisch. Das ist aber du, das ist, weißt du, du redest 2 Minuten und zack, haben wir ein gutes Thema für den Podcast, ja. Ich meine, ich kann das sofort mit Nigo Nigo verbinden, da gibt es auch den Hund, den ich da einfüge, um gewisse Figuren sympathischer zu machen. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein klassisches Medium, um Leute sympathisch zu machen. Dann, zweites klassisches Medium, und zwar, der Charakter ist freundlich zu Kindern und interagiert mit Kindern auf spielerische Art und Weise. Ja. Das ist war der zweite Weg, wurde auch in Rocky 2 ordentlich ausgenutzt, in der berühmten Montageszene, wo er dann mit dem roten Bandana erstmalig durch die Gegend läuft. Im Rocky 1 hatte er ja seine Montageszene, seine Trainingsszene war ja, ich glaube, da war er ziemlich alleine unterwegs immer. Er war ja der Underdog, keiner hat sich für ihn interessiert. Obwohl er ja schon so ein bisschen berühmt wurde durch irgendwelche Fernsehinterviews. Aber er trainiert alleine. Er läuft alleine an so einem Strand lang oder an diesem Hafenbecken und dann hast du diesen typischen Sprint, ne? Diesen, wenn er halt so langsam losläuft. Also ich meine, Sylvester Stallone hat ja irgendwie schon, macht ja große athletische, beeindruckende Sachen da in diesen Montagen, ne? Und dann läuft er halt so und läuft so langsam los und wird dann immer schneller und sprintet irgendwann so verdammt schnell, dass du es halt nicht glauben kannst. Und genau das gleiche haben sie auch in Rocky 2, genau die gleiche Szene. Aber da ist es mit Apollo Creed dann, da ist erst Apollo Creed schneller. Nee, Apollo Creed... Nee, das ist Teil 3. Das ist wahrscheinlich Rocky 3, wo er dann gegen... In 2 kämpft er ja nochmal gegen Apollo Creed und im dritten kämpft er, trainiert er mit Apollo Creed um gegen Mr. T. Mr. T, genau. So, genau. Das ist eine Freundschaft, die sich... ich meine, man kann Rocky viel vorwerfen, ne? Man kann Rocky viel vorwerfen, aber wenn du diese Filme so zusammennimmst, sind da echt viele cineastische und auch irgendwie sehr, sehr viele schöne Mittel, die eingesetzt werden, um irgendwie ja Storytelling zu betreiben. Du hast eine super saubere Dreiaktstruktur, du hast dein Point of No Return, du hast dein Darkest Moment und so weiter und du hast dieses letzte, also wo er dann halt einen Motivationsschub kriegt, du hast die Szene mit seinem Trainer, wo er Mickey, verdammt guter Schauspieler übrigens, der den spielt, wo er in der Kapelle ist, Adrian liegt im Koma und Mickey wäscht ihm so den Kopf und die gleiche Szene hattest du, glaube ich weiß nicht, ob das auch zu der gleichen Zeit, also zum gleichen Zeitcode im Film spielte, aber im ersten Film hattest du auch so eine Szene. Und du hattest auch diese, du hast so eine Mr. Miyagi komische Trainingsmethode. Und zwar im zweiten Teil muss Rocky einen Huhn fangen. Das war nicht ziemlich geil. Er muss dieses Huhn fangen und er sagt, ich fange doch kein beschissenes Huhn, du Spasti. Aber am Ende fängt er dann das Huhn natürlich, ne? Am Ende der Trainingssession.
Und also ziemlich irgendwie alles ziemlich cool und so nach Lehrbuch irgendwie, ne? Ja, Ist ja von Stallone auch geschrieben und Regie geführt. Und es ist wirklich nach Lehrbuch gemacht und man kann daran super irgendwie die Struktur von einem Film erkennen, auch diese typischen Hollywood-Methoden, wie du halt Leute sympathisch bekommst, wie du Leute unsympathisch bekommst. Also ich meine, so richtig unsympathische Leute gibt es in dem Film ja nicht. Ne? Du hast ich sag vielleicht. mal, Apollo Creed hat auch seine Motivation, ne? Du Ja, hast. Dolph Lundgren ist schon nicht ganz so sympathisch, weil er ja Dings umnockt. Ja, Also. klar. Ja, gut, okay. Rocky 4 ist vielleicht ein bisschen. Ja, da ist ja So auch. ein bisschen, der geht schon so in die Da ist ja auch Cartoon-Ecke. so dieses West-Süd-Ding. West-Ost-Ding. Genau, ja. Ja, stimmt. Rocky 4, ich weiß nicht, Rocky 4 ist so ein bisschen. Wird so ein bisschen so. So ein bisschen cartoonig, muss ich sagen. Also, Ja, das ist dann tatsächlich so ziemlich geschehen. aber ist auch natürlich extrem unterhaltsam. Also, es ist ein cooler Film. Aber ich glaube, man muss ihn so ein bisschen nach anderen Maßstäben beurteilen, sage ich mal, als den ersten jetzt zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Da steckte schon viel mehr Geld dahinter und das war auch schon eine ganz andere, ja, einfach Maschinerie, die So, dann da gelaufen ja. ist. Es ist wie der Unterschied zwischen Rambo 1 und Rambo 2. So, ne? Rambo 1 ist fast schon, ja, ist schon echt, es basiert, glaube ich, auf einem Roman und ist total, hat voll die Aussage und ist irgendwie innovativ und, ne, ist irgendwie, hat eine große Charakterszene zum Schluss, wo auch, ja, Sylvester Stallone ziemlich glänzen kann. Und Rambo 2 ist so ein Ja, von Actionknaller. Rambo 3 wollen wir gar nicht erst So, ne? sprechen. Das ist so. Aber ich sag mal, wie gesagt, in Oder Rocky ist Rambo echt gut. 4? In Nee, Rocky, John Rambo. John Rambo. John John Rambo. Rambo. Ja, der Teil 4, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja. Wobei ich das Ende vom Teil 4 sehr schön fand, dass er dann nach Hause gekommen ist, ne? Ja, das war irgendwie ganz nett, ja. Also da gibt es dann, also da ist auch ein so ein Lied, was ich einfach total toll finde. Und weißt du, da läuft er. Da läuft er am Ende nach Hause und man sieht da so den langen Weg. Warte mal, ich habe das hier natürlich vorbereitet. Das ist ziemlich cool, das Lied. And every new town just seems to bring you down. Trying to find peace in mind and break your heart. Ja. Naja, Das das ist ist das aus den Lied, was du früheren immer. Teilen, kommt aber am Ende von dem, also vom letzten, glaube ich, auch nochmal. Ja, und das ist so ein richtig schönes, ja. Abschlusslied und Ist das das sagt Lied, schon was, das also ist Lied, auch sehr. was du unter der kalten Dusche, Genau, wenn du genau. abends Ich, unter der wenn, kalten wenn, Dusche wenn sitzt und das. weinst, singst du dieses Genau, Lied, ne? dann sitze ich da, weine, die kalte Dusche läuft über meinen nackten Todeskörper und dann singe ich hier richtig. Das ist so, dann hier schön. Ja, genau. Naja, man muss das ja auch nicht Es ausreizen. ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ich werde das alles rausschneiden. Ich Nein. habe jetzt leider keinen Duschsound gehabt. So war ich jetzt, so gut war ich jetzt nicht vorbereitet, dass ich jetzt die Dusche anmache und dann dieses Lied läuft. Aber das kannst du ja alles Das will ich dir noch reinschneiden. einmal durchgehen lassen. Was? Ich will dir das noch einmal durchgehen lassen, aber. Es ist okay, das ist okay. Ja, aber naja. Ja, also Bei Rocky Rocky gibt es natürlich 2. dann auch die feine Liebesgeschichte, die gehört auch dazu, ne? Im Mit. Gegenteil zum Beispiel James Bond-Film ist es eine durchgehende Liebesgeschichte über. Das ist wahr, das ist wahr. Ich weiß nicht, kommt Adrian auch im. Ich habe Rocky Balboa nie gesehen, den fünften Teil. Bei den anderen ist es so lange her, Irgendwann da. taucht sie nicht mehr auf, weil sie, glaube ich, gestorben ist. Ich bin mir aber jetzt wirklich nicht sicher. Es gibt ja 6 Teile. Im vierten ist sie auf Sechs? jeden Ist es Fall nicht, noch dabei. sind es nicht nur fünf? Ne? Ne, Okay. es gibt 6 Teile. Es gibt Teil 1 und 2 ist mit Apollo Creed. Ja. Teil 3 ist mit Mr. T. Teil 4 ist Genau. Ist mit mit Ivan Drago.
Genau, Teil 5 ist da, dort hat Rambo, sag ich, Rocky hat. Sind die gegen Hulk Hogan oder sowas? Ja, das ist in Teil 4, Teil 3. Da tritt am Anfang Rocky gegen Hulk Hogan in so einem Schaukampf. Ja, aber genau. Das ist Teil 3, das ist auch ganz lustig. In Teil 5 hat er einen jungen Burschen, den er trainiert. Und dann lehnt sich der junge Bursche gegen ihn auf. So. Und in Teil 6, da ist ja Stallone schon relativ alt. Ja, genau, da ist er irgendwie. Der ist ja noch relativ neu, der sechste Teil. Ja, ja, der ist gar nicht da so lange. Da kämpft er gegen ein. Wie drücke ich das politisch korrekt aus, Hannes? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, gegen wen er kämpft. Einen maximal pigmentierten. Okay, gegen jemanden, den du nicht kennst, den du nur an seiner Hautfarbe identifizieren kannst. Genau, er kämpft gegen Morgan Freeman. Naja, nee, das ist halt ein recht junger Morgan Freeman und da ist irgend so eine Fernsehsendung und da stellen sie die beiden so gegeneinander und das quasi der junge Morgan Freeman in seiner aktuellen Trainingslage, in seinem aktuellen Zustand gegen den alten Rocky keine Chance hätte. So, ja, so ein Fernsehcomputer Statistikgedöns. Naja, okay, und also Moment, das Computer-Ding sagt ihm, dass er selbst gegen den alten Rocky keine Chance hätte und er will das nicht wahrhaben. Nee, gegen den damaligen Rocky. So. Ach so, okay, ja gut. Genau, und dann meinte, dann da irgendwie entsteht das dann, dass die beiden gegeneinander nochmal gegeneinander kämpfen. Mhm. So. Und Rocky ist der Underdog in dem Fall, weil er eben alt ist. Richtig, richtig. Im Grunde genommen ist das die Idee oder das Prinzip wieder das gleiche. Rocky hat eigentlich keine Chance, ne? Und trainiert dann nochmal hart. Und ich habe letztens ein sehr spannendes Video gesehen, oder was heißt spannend, ein sehr cooles Video. Da haben sie so die Trainingssequenzen und die Lieder dazu gezeigt von Rocky. Witzigerweise habe ich das letztens erst gesehen. Und da sieht man dann, wie er von damals bis heute trainiert hat, wo er im ersten Teil noch gegen diese Schweinehälften oder Kuhhälften, Rinderhälften geschlagen hat. Mhm. Für Schweine war es, glaube ich, zu groß. Im zweiten Teil ist er dann, glaube ich, wo trainiert er da? Ich weiß nicht. Er schlägt nicht gegen Schweinehälften oder sowas. Er macht einfach, das Interessante an dem zweiten Teil, das ist ja der, den ich, also Rocky 3 und 4, die da habe ich, Rocky 5 und 6 habe ich noch nie gesehen. Rocky 3 und 4 habe ich so lange her, dass ich nur noch so bruchstückhafte Erinnerungen dran habe. Und Rocky 1 und 2 sind jetzt relativ frisch, weil ich die vor kurzem gesehen habe. Und bei Rocky 2 ist das Besondere, dass er seine Kampfhaltung wechselt. Er ist ja Linkshänder, deswegen hat er seine rechte Hand vorne, er ist Rechtsausleger. Und das ist halt für Apollo Creed wohl verwirrend gewesen, irgendwie, dass er halt Rechtsausleger war, deswegen hat er eine relativ gute Chance gehabt im ersten Kampf, im ersten Teil. Also er macht seine Jabs im Grunde mit der rechten Hand. Seine linke Hand einzusetzen und mit links vorne zu kämpfen, wie ein rechtshändiger Boxer. Und wechselt dann kurz in der letzten Runde, wechselt er wieder auf seine natürliche Position, was dann wiederum diesen Twist ist. Der finde ich ein bisschen unterspielt ist. Er kommt nicht so wie der krasse Wendepunkt rüber, der er eigentlich ist. Aber ist cool, also ist gut gemacht. Wenn man das mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dann ist es wirklich stark. Also, es ist super. Gibt Mangas, die nur auf sowas basieren, ja, oder also irgendwelche Comics. Genau. Da könntest du echt was Gutes draus machen. Genau, Hajime no Ippo ist komplett basiert nur auf den Rocky-Geschichten, ne? Und denken sich immer wieder coole neue Wendungen aus, die irgendwie. Ja. In Teil 3 trainiert er dann mit Apollo Creed. Mhm. Ne? Da hat er halt so Apollo Creed Trainingstechniken und in Teil 4 fährt er dann ja irgendwie aufs Land und da ist irgendwie überall Schnee, ich weiß nicht, wo. Ja, er ist in Russland, glaube ich. Russland trainieren, weil sie in Russland dieses genau, du siehst irgendwie, wie Ivan Drago kriegt irgendwie Steroide gespritzt. Ja, genau. Mit den krassesten neuen Hightech-Geräten. Genau, fast wie er wird aufgebaut wie so ein Cyborg irgendwie fast schon, ne? Hat unmenschliche Kraft und kriegt seine Steroide, genau. Ja, genau. Und im fünften Teil, fünfte und sechste weiß ich auch nicht so genau. Also ich muss ja gestehen, die ersten vier mag ich wirklich gerne. Ich mag auch den vierten. Ja, weil ich auch. Der ist natürlich
ist er sehr klischeehaft und überspitzt, aber ich finde, der Film darf das, ja. Mhm. Also er kam halt auch zu dieser Zeit einfach raus, wo das Amerika-Russland-Ding so war, ne? Und genau. Genau, Stallone wollte eine Aussage damit treffen. Ja, am Ende hat er doch sogar noch erzählt, von wegen... Genau, wenn wir beide uns vertragen können, dann können wir uns alle vertragen. Ja. Genau. Du hast zwar meinen besten Freund getötet, aber egal. Spoiler. Ich habe so viele Schläge auf den Kopf bekommen, dass ich das schon wieder vergessen habe. Genau. Wer bin ich? Wo bin ich? Ja, Adrian! Warte, den habe ich. Ja, genau. Naja. Den konnte man nicht gut hören, aber ich glaube, wer sich dafür interessiert, wird rausfinden, worum es sich dabei handelt. Ja, auf jeden Fall handwerklich schön gemachte Filme. Der erste ist meiner Meinung nach der beste, aber auch der vierte hat seinen Charme. Es ist ein kategorisch irgendwie anderer Film. Er ist ein bisschen mehr so ein bisschen cheesy, aber es ist gut. Es ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen... Also Rambo 2 ist auch kein super katastrophaler Film oder sowas. Ne? Rambo 2, ich habe mir Rambo 2 auch gerne angeguckt. Ja, aber Rambo 1 ist halt ein bisschen auf einem anderen Level, sage ich mal. Ja, das ist wahr. Also es verdient schon viel Respekt. Allein auch deswegen, weil er halt den selber geschrieben hat und weil er auch da Regie geführt hat und Schauspieler war. Ja. Und der hat ja wirklich eine gute Leistung abgeliefert. Ja, also, auf jeden Fall. Das muss man ihm lassen. Und ich sag mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob in 5 und 6 inwiefern er da involviert war, was irgendwie Regie und auch irgendwie die Story angeht. Hat er nicht auch Regie und Drehbuch, also Drehbuch geschrieben und Regie geführt bei Expendables auch? Ja, das kann sogar sein. Also er ist auf jeden Fall da mit verantwortlich für und wahrscheinlich, zumindest als Produzent wahrscheinlich. Ja, das auf jeden Fall. Er hat ja die Leute immer ins Boot geholt und er hat ja auch so die größte Rolle da. Ja, genau. Er spielt Stallone spielt irgendwie immer so bestimmte Rollen. Ne? Ich glaube, Stallone spielt immer Stallone. So, er ist halt so ein bisschen so ein melancholischer Typ. So ein bisschen einfältig, aber auf eine sympathische Weise und er hat ein gutes Herz. Ne? Richtig. Und das wird dann auch in den Rocky-Filmen immer gut rübergebracht. Wie zum Beispiel, dass er mit den Kindern spielt und er kauft das Erste, was er macht von seinem Geld, das er gewonnen hat, durch so einen Werbevertrag. Er kauft sich erstmal das dickste Auto, was er findet. So, ne? Und kann es aber auch nicht richtig fahren, weil er irgendwie seine Netzhaut auf dem linken Auge, sein linkes Auge ist kaputt. So, und er holzt immer so den Mülleimer um vor dem Haus und sowas, ne? Also so kleine Details oder auch wie er manchmal so redet und wie er zum Beispiel Adrian den Heiratsantrag macht und sowas und wie sie dann heiraten, sind irgendwie zu dritt in der Kirche oder sowas, ne? Ist schon fast schon ein bisschen traurig, aber er macht's immer so, er sieht's immer so mit einem, also man weiß immer nicht so hundertprozentig, Ist Stallone sich darüber wirklich hundertprozentig im Klaren, auf wie vielen Ebenen das funktioniert? Ja, so, ne? Das macht er es einfach nur so aus dem Bauch? Also wenn er das weiß, dann ist er halt wirklich gut. Ja, ne? Genau, ja, also, richtig. Ja. Aber ich würde ihm das auch zuschreiben. Also ich würde ihm schon zuschreiben, dass er genau weiß, was er da tut. Ich meine, er ist ja nicht umsonst so erfolgreich. Mhm. Und ich meine, dieses Expendables-Franchise, das funktioniert ja auch. Ich sag mal, der dritte Film war halt wirklich nicht gut. Ja, da habe ich echt mich im Kino durchgequält. Wobei ich habe den ja noch nicht mal gesehen. Ich habe den ersten und zweiten sehr gefeiert. Klar sind die relativ, also die sind nicht mit Rocky oder so zu vergleichen, auch nicht mit Rambo, geschweige denn irgendwie mit Copland, wo Stallone so einen etwas behinderten Polizisten spielt. Aber ich habe die einfach gefeiert, weil die ganzen Actionhelden da sind aus meiner Zeit und ja, jeder hat so seinen Auftritt. Ich fand Expendables 1 hat mich nicht so sehr unterhalten wie Expendables 2. Genau, da war ja auch noch mehr. Und bei Expendables 2 hatten sie ganz lustige so Interaktionen, haben immer ganz lustig so miteinander gesprochen. Die hatten niedliche Dialoge und Ideen drin. Und jeder kam mal vor, so, auch wenn es nur für 2 Minuten war.
aber das war halt einfach Fanservice. War irgendwie, ne, ganz niedlich, ja. Kann man. Ich meine, dann hast du noch hier einen Jean-Claude Van Damme gehabt und dann hast ja, du hier genau. nochmal. Ich sag mal, ich muss ja gestehen, ja, dadurch verlieren wir jetzt wahrscheinlich einen Großteil unserer Fans. Ich war nie. Wir haben Fans? Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt mal so gesagt, um das Ganze ein bisschen. Thomas, du musst die Dinge ja auch ein bisschen aufbauen, ne? Ich habe dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, die Aussage, die jetzt kommt, noch ein bisschen überspitzt oder so ein bisschen. Du haust hier richtig die Dramatik raus, Mann. Ja, ich die Spannung versuche steigt. Das zu Spannung dramatisieren steigt. Und na, so, lass mich das wiederholen. Auch wenn ich dadurch, oder auch da, wenn wir dadurch jetzt sehr viele unserer treuen Fans verlieren, ich war nie so der große Fan vom Texas Ranger. Ich war nie so der große Fan von Chuck Norris. Ja. Ja, das ist. Also das ist dieser hart. Kult, der sich um Chuck Norris dreht, der ist natürlich lustig. Mhm. Aber warte jetzt nochmal hier einen Hieb gegen unsere Fans, die Chuck Norris-Fans sind. Ich bezweifle tatsächlich, dass die diese ganzen Filme kennen mit ihm, ja. Und klar ist er ein Kampfsportkünstler und klar, er hat schon gegen Bruce Lee gekämpft, aber wer weiß das? Und im Vergleich ist er eigentlich, also er passt nicht so in diese Action-Riege einfach, ne? Also. Ja, er hat so einen komischen Mythos, der ihn umgibt irgendwie seit, vielleicht, ich weiß nicht, seit dieser, ich meine, er war schon immer, also so Texas Ranger und so. Ich hab da eine Episode vor kurzem zufällig mal wieder gesehen und, was heißt vor kurzem, vor einem Jahr oder so. Das ist doch echt cheesy. Also. Das ist echt übel. Du hast, das war vor allem, ich glaube, das war sogar die krasseste Episode, die man überhaupt gucken kann, Texas Ranger, weil er war mit, der und die Episode spielte mit, wie heißt der, Haley Joel Osment, der bei dem sechsten Sinn mitgespielt hat. Sixth Sense. Und Haley Joel Osment war ein kleiner Junge, der hatte Krebs. Oder irgendwie sowas. Und darüber er musste, lacht man nicht, aber. Oder irgend sowas in der Art. Er war irgendwie schwer krank und so. Und er, oder hat seine Mutter verloren. Irgendwas ganz Schlimmes. Und dann hat Texas Ranger, weil Walker Texas Ranger hat ja. Krebs besiegt? Das wäre das Geilste, wenn er irgendwie. Er puncht ihn und der Krebs fliegt so hinten aus seinem Kopf raus, oder was? Nein. Er hat was viel, viel Krasseres gemacht. Und zwar Walker Texas Ranger hat ja so eine krasse spirituelle Beziehung zu der Natur. Und er hat, ich glaube, hat Walker Texas Ranger indianisches Blut? Ist er irgendwie zu einem 20stel Indianer oder so? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er indianische Freunde und er geht dann in das Indianerreservat mit dem kleinen Haley Joel Osment. Er macht dann eine Pilgerschaft. Dann sind sie in diesem Indianerreservat und der weise Indianerhäuptling nimmt ihn mit in seine Schwitzhütte und dann sitzen sie da alle zu dritt in der Schwitzhütte, in der Brusthaar zelebrierenden Männersauna. Und ich glaube, eigentlich sind Indianer in so einer Schwitzhütte typischerweise bekifft. Und die wirken auch alle sehr bekifft, muss ich sagen. Egal. Auf jeden Fall haben sie dann so eine spirituelle, irgendwie, ich glaube, Walker besiegt die Ängste des Jungen in so einer Art Vision. Es ist total abgefahren und so unglaublich schlecht. Ja, ich meine, es ist so, Haley Joel Osment, der Junge, spielt ihn so übelst an die Wand. Das ist so krass. Ja. Weil Ross Texas Ranger, also Chuck Norris, ne, hat ja so ein Nicht-Gesicht. Ja. Der ist halt einfach, Chuck Norris ist Chuck Norris, ist wie so eine Marmorstatue. Ne. Und Haley Joel Osment ist die ganze Zeit übelst am Heulen und macht so, oh, warum nur und so und hat voll die Charakterentwicklung und sowas. Ne. Also, aber eine etwas zu krasse. Und Walker ist einfach nur, jo, keine Sorge, Junge, wir machen das schon. Ne? Und gibt ihm dann so ein paar weise Ratschläge mit auf den Weg, die einem normalen Menschen natürlich nicht helfen würden, aber in Walker Texas Ranger hilft es. Also ich sag mal, für mich, ich habe die Serie auch nie so verfolgt, aber für mich war irgendwie der Texas Ranger nicht auf diesem Action-Level wie die anderen, also Stallone, Schwarzenegger und so. Und für mich war Texas Ranger. Der hat auch nie so hochwertige Filme gemacht. Das war eher so auf dem gleichen Level wie Renegade. Ja, also Renegade, so Lorenzo Lamas.
Oder von mir aus auch Sundance Paradise oder von mir aus auch Knight Rider. Oder, ja. Oder Kung Fu im Zeichen des Drachen mit David Carradine. Die fand ich aber ganz gut. Aber die waren so, ich fand, die waren schon vielleicht auf einem Budget-Level, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist ja auch Kung alles Geschmackssache. Kung Fu, ne? Ist vielleicht ein bisschen besser, aber ja, aber so, du hast recht, dieses Renegade ist ein guter Vergleich. Ja, finde ich auch. Renegade, wobei ich Renegade gern geguckt habe, ne? Aber das war auch ein Wichser. Guck mal, ich meine, diese alleine, wie er da ist ja, ich habe jetzt das nicht im Kopf, aber der ist doch da bestimmt mit seiner Harley in den Sonnenaufgang gefahren. Ja, und ja, seine klar. Das schwitzigen, fettigen, langen, dunklen Haare mit da Wind geweht. Ja, das Wichtigste waren immer die Roundhouse-Kicks bei beiden Serien. Ja, und die hatten da immer so enge Jeans an, so und Cowboy-Stiefel. Die engsten Jeans, ja. Die engsten Jeans, die du dir vorstellen kannst. Cowboy-Stiefel. Und dann haben sie ihre Kicks gemacht. Und die sahen immer ultra beeindruckend aus, weil die dann so diese eng eingepackten langen Beine mit ihren Cowboy-Stiefeln. Und dann machen sie ihren fetten Roundhouse-Kick und alles fliegt durch die Gegend. Richtig. Ja, das ist schon. Also, was haben wir die kannten auch die kannten ihre Qualitäten. Richtig, was haben wir aus diesem Podcast gelernt? Also man kann sehr gute Comics schreiben, wenn man sich einfach nur die Filme von damals anguckt, weil man da sehr viele Story-Elemente draus ziehen kann. Natürlich ist das vieles davon veraltet, aber guck dir Rocky 1 bis 4 an, gerne auch noch 5 und 6, und du kannst dir sehr viele Elemente da herausschreiben, die auch heute noch zählen und die einfach auf vieles anzuwenden sind, wie du Charaktere sympathischer machst, wie du Charaktere zusammenbringst, wie du Charaktere, wie du Rivalen darstellst, ja, oder auch und vor allem auch Charakterentwicklung, ja, das kannst du da gelernt, ne? Wie du so Gegner aufbaust und wie du eine dramatische Spannung irgendwie aufbaust und aber es auch nicht übertreibst, also gerade bei Rocky 1 und 2, Rocky 2 ist auch noch relativ zurückhaltend, es geht schon ein bisschen mehr, also, ne, was ich vorhin noch sagen wollte, dieses er wird halt immer in Kontext zu diesen Kindern gesetzt, ne? Die Kinder lieben ihn und er ist ein Familientyp, er wird ja auch noch Vater im zweiten Teil und so, ne? Und er ist halt all diese Werte werden von ihm irgendwie verkörpert und trotzdem ist er noch der nette Underdog von nebenan, so, der irgendwie einfach ein Knorke-Typ ist, ja, und ja, da hast du schon recht, also kann man sich viel von abgucken, gerade wenn man und so... Wenn man dann jetzt möchte, dass die Charaktere noch ein bisschen cheesier werden, ja, was ja auch den Comic charmant macht, gucken man sich halt einfach Texas Ranger und Renegade an, ja, oder auch Sundance Paradise, ja, wenn, ich habe mir letztens nach unserem Podcast tatsächlich eine Folge Sundance Paradise angeguckt, das ist göttlich, sage ich dir, ja, das ist echt göttlich, also... Hulk Hogan, der damals schon kaum Haare hatte, ja, und immer aussah wie so, ich weiß auch nicht. Wie so ein Pornodarsteller. Wie so ein Pornodarsteller, der irgendwie, weiß ich nicht, so ein Mark Wahlberg mit Muskeln und Glatze aus, na egal. Er kam dann in so ein Unterwassergefängnis, wo sein Erzfeind von früher war, ja. Und dann hatten alle so ein schäbiges Metall, so ein Metallring um den Hals. Und wenn die entkommen, wäre da explodiert wahrscheinlich. Nee, da ist, glaube ich, so Strom drin gewesen. Und dann ist der Strom angegangen und die mussten dann immer Schauspieler, dass dieser Strom angegangen ist. Das sah natürlich beschissen aus. Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr amüsant. Gut, jetzt denke ich mal, können wir diesen Podcast zu Ende bringen und das nächste Thema starten. Bist du dabei? Ja, auf jeden Fall, Junge. Wir haben noch eine knocke halbe Stunde hier. Dann können wir noch 5 Themen abhandeln. Comes for me.